Ja, hallo zusammen. Ich zeige euch heute das Spiel Starbound. Ist jetzt schon seit längerem auf Steam als Early Access verfügbar in der Beta-Version. Das Spiel selbst ist eine Mischung zwischen, man kann sagen, Super Mario, Skyrim und Minecraft. Und was eigentlich genial ist, man hat eine ganze Galaxie zu erforschen, die komplett zufallsgeneriert ist. Das heißt, ich treffe auf jedem Planeten andere Lebewesen. Jeder Planet sieht anders aus. Und ja, schauen wir mal rein. Ich werde mal einen neuen Spieler erstellen, dass man mal gleich von Anfang an sieht, wie das Spiel funktioniert. So, wie nennen wir ihn? So. Ja, es gibt sechs verschiedene Spezies. Da hat man mal die Menschen. Dann die Avian, das sind so Vogelwesen, dann die typischen also Affenmenschen, dann eine Spezies, die aus erscheinen aus Pflanzen besteht, das weiß ich nicht, was das sein soll, und auf jeden Fall auch eine Roboter-Spezies. Und man kann sich immer aussuchen, ob Mann oder Frau. Wir nehmen einmal ganz klassisch die Menschen. So, jetzt suchen wir sich noch ein Aussehen aus. Man kann entweder hier zufallsgeneriert sich einen Charakter erstellen. Dann nehmen wir den da. Ist ja egal. Oder man kann hier dann auch extra verschiedene Optionen hat man da, damit man seinen Charakter noch anpasst. Aber wir starten jetzt einfach. So. Zu Beginn ist man auf seinem Raumschiff, was man gleich sehen wird. Ja, kurz vorweg, nicht erschrecken, wenn das Spiel am Anfang länger dauert zu starten. Das dürfte noch nicht sehr optimiert sein. Aber hier sind wir mal. Das ist unser Schiff. Unser Ausgangspunkt, wo wir auch andere Planeten und Sternensysteme bereisen können. Und gleich zu Beginn bekommt man hier quasi zum Erlernen, wie die Mechanik des Spiels funktioniert, einige Quests. Hier zum Beispiel muss ich jetzt aus meinem Vorratsspeicher, der sich hier befindet, den Materiemanipulator holen, weil dieser ist am Anfang wichtig, dass ich alle Materialien, die ich benötige, abbauen kann. So, dann haben wir noch eine Taschenlampe, die legen wir gleich rein. Fackeln sind auch nicht schlecht, wenn man sie hat. So, das ist Weizensaat. Dann haben wir noch gleich ein Schwert und haben auch ein bisschen Saatgut, was man später anbauen kann, um sich Nahrung zu erstellen. Aber ja, wie gesagt, das ist das Inventar. Das hier ist quasi mein Spind am Schiff, wo ich auch Gegenstände dabei verwahren kann. Und hier sieht man eigentlich das, was man mitträgt. Man hat hier zwei Slots, also am Anfang zumindest zwei Slots, wo man hier seine Sachen sammeln kann. Hier ganz klassisch kann man seinen Charakter nachher ausrüsten mit verschiedenen Dingen, wo auch gleichzeitig die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit erhöht wird. Und ja, gehen wir mal zum ersten Planeten. Hier sieht man mal, hier habe ich die Quest erfüllt, weil ich diesen Manipulator geholt habe. Somit bekomme ich jetzt die nächste, und die nächste Aufgabe für mich ist, dass ich eine Werkbank erstelle. Das werden wir auch gleich machen. Hier habe ich quasi meinen Transporter, hier kann ich mich raufstellen. Mit der Taste E kann ich mir immer aussuchen, welche Funktion dieser Gegenstand ausüben soll. Das habe ich auch hier. Also wenn ich hier auf E klicke, bin ich wieder im Storage. Das hier ist der Technologieport. Das heißt, hier kann ich neue Technologie ausrüsten, beziehungsweise kann ich hier auch noch einen 3D-Printer betreiben, wo ich mir danach einige Sachen erstellen kann. Hier habe ich auch noch meine. Ah, jetzt ist ja meine Tür da. Hier habe ich jetzt auch noch meine Anzeige, wie viel Treibstoff mein Schiff noch hat. Derzeit null. Mein Schiff läuft mit Kohlen. Das heißt, ich muss dann Planeten auch Kohlen abbauen, damit ich zu anderen Systemen reisen kann. Ja, und hier habe ich dann meinen Kommandoposten, wo ich hier meine Planeten und wie gesagt, man sieht hier, es ist ein komplettes Sternensystem. Ich habe noch nicht versucht, wie lange man hier scrollen kann, bis man zum Ende kommt. Aber es ist schon gewaltig, wenn man bedenkt, dass jeder dieser Punkte ein eigenes Sonnensystem mit Planeten
ist, wo man hinreisen kann. Und es ist ein ziemlicher Zeitfresser, das Spiel, das habe ich schon festgestellt. So, jetzt warten wir mal runter. So, und hier sind wir am Planeten. Das heißt, wir können jetzt schauen im Crafting-Menü mit der Taste C, was ich für diesen Crafting-Table benötige. In diesem Fall brauche ich Holzbretter, 35 Stück. Das heißt, wir werden jetzt einmal gleich einen Baum abbauen. Aber da haben wir schon den ersten Feind. Wie gesagt, man weiß nie sofort, wenn man auf einen Planeten kommt, ob diese Wesen jetzt mir freundlich gesinnt sind oder nicht. Das muss man erst herausfinden. Ja, vor der Grafik darf man sich nicht schrecken lassen. Sie ist zweidimensional und ja, es gibt dem Spiel einen eigenen Flair. Also teilweise ist die Grafik auch wiederum so schlicht, dass sie auch wunderschön wirkt, zum Beispiel in der Nacht, wenn man mit der Taschenlampe unterwegs ist. Aber der eigentliche Sinn dieses Spiels ist das, dass man wirklich stundenlang zu tun hat, Dinge zu craften, andere Planeten zu entdecken. So, jetzt sammeln wir mal das Holz auf. Wie gesagt, das geht mit dem Materie-Manipulator noch etwas zu sehr lange, sag ich mal. Wenn man nachher eine Axt sich craftet, dann geht das wesentlich schneller, einen Baum zu fällen. Oder genauso, wenn ich dann Mineralien abbaue, dass ich mir hier eine Spitzhacke zusammencrafte. So, jetzt bauen wir da noch den Baum ab. Da könnten wir eigentlich schon, ja, damals die Holzbretter craften. Perfekt, 36 Stück. Und wir können schon unseren Tisch craften. Das haben wir auch schon. Perfekt. So, ich könnte jetzt hier, das werden wir auch gleich machen. So, Nahrung, okay. Jetzt müssen wir dann Nahrung finden. Ah, hier haben wir zum Beispiel jetzt dann, das gibt so verschiedene Kisten, die kann man öffnen. Vorsicht, es gibt auch Kisten, die explodieren. Dann bekommt man statt einer Belohnung den Tod. Und hier haben wir wieder einen Vertreter der feindlichen Spezies. So, ich könnte jetzt anfangen, dass ich mir hier aus den Materialien, was mir zur Verfügung stehen, ein kleines Häuschen zusammenbaue. Das funktioniert ganz einfach. Ich baue hier jetzt zum Beispiel die Blöcke ab. In dem Fall ist das einfach nur schmutzige Erde. So, gehe auf mein Inventar. Wo ich mich jetzt wunder, wo meine. Ah, es liegt da oben an. Ja, am Anfang, wenn die Slots noch nicht belegt sind, legt er alles, was ich abbaue, gleich bei diesen Slots an. Ansonsten sind sie im Menü und wenn ich jetzt dann hier meinen Schmutzblock auswähle, könnte ich hier zum Beispiel jetzt anfangen, dass ich mir ein kleines Häuschen mache. Das mache ich aber jetzt nicht, denn ich mache Folgendes. Ich rüste mal mein Raumschiff aus. Hier kann ich genauso meine Dinge, die ich gecraftet habe, aufstellen. Ja, da ist er. So, da haben wir meine kleine Werkbank. Frage ist, wieso es mich hier jetzt nicht aufstellen lässt. Ah, ich war nicht am Boden unten. So. Mit der Werkbank habe ich nun die Möglichkeit, dass ich mehr Dinge crafte als wie ohne. Das heißt, wenn ich hier schaue, kann ich hier ein paar Dinge craften. Und mit der Werkbank sieht es gleich viel besser aus. So, zum Jagen, damit ich Nahrung bekomme, brauche ich jetzt dann einen Pfeil und Bogen. Dazu brauche ich Pflanzen und Holz, aber unbearbeitet. Das heißt, wir gehen wieder runter auf den Planeten. Ich brauche nicht unbedingt auf diese Plattform gehen, ich habe hier dieses Schnellreisemenü. Da kann ich irgendwo im Schiff runter beamen. Genauso kann ich jederzeit wieder auf mein Schiff beamen. Ich muss nur an der Oberfläche sein. Das ist das Einzige, was ich beachten muss. Ich muss an der Oberfläche sein. So, nehmen wir gleich den Baum wieder.
Ja, mit diesem Materiemanipulator dauert es noch länger. Im späteren Spielverlauf hoffe ich doch, dass man dann diesen auch verbessern kann, damit das schneller geht und quasi auch ein Universalwerkzeug hat. So, okay, hier haben wir wieder jemanden, wo ich nicht weiß. Ah, der ist auch feindlich. So. Ah, das ist gut. Diese Pflanzen hier zum Beispiel, hier bekomme ich diese Fäden her, die ich brauche für meine Axt. Ah, da ist gleich ein zweiter. So. Okay. Ja, mit dem Manipulator dauert es am Anfang ein wenig. So, hier kann ich auch gleich Taschenlampe zeigen. Okay, der ist ungefährlich, was ich so weiß. Ja, die tun nichts. So, bauen wir noch den ab, dann haben wir eh genug. Ich kann hier übrigens immer mit der Tastatur auch wählen, was ich gerade brauche. So, jetzt bauen wir noch das ab. Und, na, einmal geht's noch. Genug. Ich werde eh schon hungrig, das heißt, jetzt sollte ich mich eh beeilen. Jetzt gehen wir zu unserer Werkbank. Und hier ist er. Dann craften wir mal. So, gehen wir ins Inventar. Rüsten ihn gleich aus. So, das können wir eigentlich überlegen. So, und jetzt können wir auf die Jagd gehen. Das Problem ist, ich kann zwar mit dem Schwert auch Tiere erlegen, bekomme aber nur selten dann diese Fleischstückchen. Hierbei muss ich wirklich mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen, was das Ganze ein wenig schwieriger macht. Vor allen Dingen am Anfang. Und ich bin eh gleich tot. Nicht schrecken, es passiert nichts. Man wird quasi wieder geklont. Zumindest als Mensch hier diese Wiederbelebungssequenz hat jede Spezies ihre eigene. Als Mensch wird man quasi irgendwie wieder zusammengesetzt. Und auf ein neues. Ja, gerade am Anfang sollte man sich Beute suchen, die sich nicht so wehren kann. Zum Beispiel hier diese Fischchen. Wobei hier bekomme ich kein Fleisch. Okay. So, und. Ah, jetzt habe ich Leder bekommen. Ey, keine Ahnung. Okay. Ah ja, mal schon das nächste Opfer. Das glaubt, das muss auf mich schießen. Ah. Ah, hier haben wir's. So, hier ist das Fleisch. Ah, hier war nix, aber hier haben wir noch ein paar. Muss ich gleich ein paar Vorräte. Aber die Dinger laufen davon, das ist nicht so gut. Okay, der ist wieder da runtergeflogen. Ah, so. Okay, jetzt haben wir zwei Fleischstückchen und können diese gleich verarbeiten.
dem Fall beamen wir wieder rauf aufs Schiff. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch wenig Gesundheit, das heißt, ich kann auch mein Standard-Crafting-Menü benutzen und hier Bandagen erstellen aus diesen Pflanzenresten. Das machen wir auch gleich. So, dann gehen wir ins Inventar, rüsten hier gleich meine Bandagen aus. Und für das Fleisch benötigen wir jetzt Folgendes, nämlich ein Lagerfeuer. Das können wir auch gleich craften. So. Jetzt machen wir im Raumschiff ein Lagerfeuer, weil es so lustig ist. So, das wechseln wir gleich aus. Und ich brauche wieder nur mit der Taste E. Es ist überhaupt so, ich kann mit jedem Objekt interagieren. Ich gehe einfach mit der Maus rauf oder stelle mich davor, klicke auf die Taste E und habe sofort dann hier das Menü, was ich tun kann. In diesem Fall kann ich hier was kochen oder braten in dem Fall. Jetzt nehme ich mein Fleisch, so kochen. Und habe zwei Stückchen Fleisch, was ich nachher gegen den Hunger einsetzen kann. So, jetzt sind wir schon ziemlich gut aufgestellt. Quest ist auch fertig. Jetzt muss ich einen Schmelzofen erstellen, damit ich die ganzen Mineralien, die ich abbaue, quasi verarbeiten kann. Jetzt schaue ich noch kurz nach. Da brauche ich, glaube ich, eh nur den Stein, was ich mich erinnern kann. So, schauen wir kurz. Wo ist mein Schmelzofen? Okay. Lagerfeuer habe ich und diesen Stein brauche ich 25 Stück. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Gehen wieder zurück zum Planeten. Wie gesagt, das ist dieser Stein da. Ich hoffe, die sind jetzt nicht... Nein, die sind mir friedlich gesinnt. Das passt. Ja, also man kann quasi, wenn man möchte, den ganzen Planeten verarbeiten, was ein bisschen länger dauern wird. Und wie gesagt, das Faszinierende ist, es sieht an jeder Planet anders aus. Es gibt auf jedem Planeten dieser, ich weiß nicht wie viele Systeme es in diesem Spiel gibt, aber es sieht wirklich alles anders aus. Und das ist eigentlich die Faszination und man wird dann sehr schnell dabei erwischt, wenn man eigentlich nichts anderes mehr tut als Kohle sammeln für den Treibstoff für das Raumschiff, wenn man von Planet zu Planet reisen möchte und sich diese verschiedenen Dinge ansehen will. Und ja, es ist wirklich ein richtiger Zeitfresser, das Spiel. Auf das muss man sich einfach einlassen. Man darf sich nicht vor der Grafik erschrecken lassen. Es ist ein eigener Style, sage ich. Mir gefällt es. Auch wenn es sehr schlicht und einfach ist und gerade ich normalerweise eher die Spiele, meine Favoriten die Spiele sind, wo man von der Grafik zumindest sagen kann, wow. Aber das Spiel hat mich eines Besseren belehrt, dass auch Spiele, die schlicht aussehen, sehr viel Spaß machen können. Und ja, so, jetzt haben wir eh schon 16 Stück. Ja, gerade am Anfang ist ein bisschen, zieht sich in die Länge durch das Problem mit diesem Manipulator, dass der sehr langsam abbaut. Spitzhacken kann man auch in verschiedenen Qualitäten herstellen. Bronze, zuerst einmal Stein, dann Bronze, dann Stahl, dann gibt es Silber, Gold bis zu Platin. Und je nachdem, welche Spitzhacke dass ich habe, desto länger ist die Lebensdauer und zusätzlich die Geschwindigkeit beim Abbauen. So, jetzt muss ich noch ein paar Steinchen. So, das reicht.
zurück zum Planeten. Man sieht eher, also wenn man hier ein bisschen in der Versenkung verschwindet, habe ich das den Button nicht mehr, dass ich auf mein Schiff warpen kann. Aber jetzt geht's wieder. So, dann erstellen wir gleich. So, wo ist er? Da. Meinen Schmelzofen. Und jetzt soll ich dann als nächstes in meinen Schmelzofen Eisenbahn herstellen. Das wird ja kein Problem sein. Jetzt stellen wir nur kurz gleich den Schmelzofen auf. Ah, den hat er mal wieder oben hingehört. So. Und hier sieht man, kann ich hier dann Dinge einschmelzen. Ja, das war's einmal kurz vorweg einmal. Ein erster Eindruck. Im nächsten Video dann werden wir diese Quest weiterführen. Bis dahin, für alle, die das Spiel bereits spielen, möchte ich jetzt viel Spaß wünschen in den nächsten Stunden. Ich bin gespannt, wo sich das Spiel noch entwickeln wird. Ich habe es jetzt einmal mit meinem anderen Charakter rund 35 Stunden gespielt. Aber es gibt wirklich so viel zu entdecken, dass es weit mehr Zeit benötigt, hier alle Dinge zu finden, was man eigentlich überhaupt machen kann. Aber wie gesagt, das schauen wir sich im nächsten Video an. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.